Schwitzen dient dem Körper zur Thermoregulation. Das Schwitzen ist ein lebenswichtiger Mechanismus, um überschüssige Wärme abzugeben. Die Normaltemperatur des Körpers liegt zwischen 36 und 37 Grad. Strengt man sich an oder herrschen hohe Außentemperaturen, steigt diese Temperatur. Der Körper reagiert dann mit verstärkter Schweißbildung. Der Schweiß verdunstet auf der erwärmten Haut und erzeugt dabei eine Verdunstungskälte. Diese wiederum verschafft Abkühlung. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Schwitzen ausgelöst wird. Im Unterschied zum thermoregulatorischen Schwitzen steht das emotionale Schwitzen. In Stresssituationen, bei Angst oder Nervosität, wird die Schweißbildung schlagartig ausgelöst. Hierbei werden in kurzer Zeit deutlich größere Schweißmengen freigesetzt als bei wärmereguliertem Schwitzverhalten. Beim thermoregulatorischen Schwitzen erfolgt die Zunahme der Schweißproduktion etwa parallel zur ansteigenden Körpertemperatur. Dieses Schwitzen im Gesichts- und Halsbereich tritt auf, wenn normalerweise durch einen Geschmacksreiz Speichel produziert wird. Ist der Gesichtsnerv für die Speichelsekretion fehlstimuliert, regen die Nervenimpulse gleichzeitig die Schweißproduktion an. Ursächlich können Gesichtsverletzungen oder Operationen im Gesicht sein oder auch Nervenentzündungen. Das Geschmacksschwitzen, man nennt es auch gustatorisches Schwitzen. Es kann aber auch ohne zusätzliche Begleiterkrankung auftreten.